Liebe Zuschauer, liebe Verschwörungstheoretiker und Echsenmenschen, ich begrüße euch recht herzlichst zu einem neuen Video hier auf dem Channel. So war ich vor kurzem mal wieder im sogenannten Neuland unterwegs gewesen und habe eben halt das gemacht, was die meisten von euch auch eben halt so machen. Also wie immer ein bisschen Dark Web, hier und dort ein paar illegale Seiten, Kinox, das übliche eben halt. Allerdings bin ich plötzlich auf etwas sehr Verstörendes gestoßen, was für die manchen von euch vielleicht gar nicht mal so gut zu verarbeiten ist. Also ich warne euch an dieser Stelle wirklich, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt so eine harte Schale habt und solche Sachen nicht so gut abkönnt, bitte ich euch an dieser Stelle einfach das Video auszuschalten oder die Stelle zu überspringen, weil es könnte wirklich eurer Psyche schaden. Die Rede ist hier übrigens von diesem Video. Man sieht hier auf jeden Fall schon eine große Ansammlung von Enten und eben halt zwei kleine Kinder, die wirklich, ja, wie soll ich das formulieren, wirklich zerfetzte Stücke aus Toast den Enten dann wirklich auf den Boden zuwerfen und diese Fetzen dann einfach auffressen. Das ist, boah, mir wird da teilweise echt ein bisschen übel bei. Ich finde das einfach wirklich krass, wie man sowas Grausames einfach machen kann und dann einfach nur daneben steht und das dann Ganze auch noch filmt und ins Internet stellt. Ich wollte das jetzt einfach nur mal kurz gezeigt haben, um der Welt wirklich mal die Augen zu öffnen, was da teilweise eigentlich wirklich abgeht. Und es... Okay, Entschuldigung, Leute, ich glaube, mir wird gerade echt ziemlich übel. Ich glaube, ich muss mal eben ganz kurz entschuldigen. Tobi Toast. Let's Plays mit Geschmack. Das ist ekelhaft. Aber liebe Freunde, da ich nicht tatenlos dabei zusehen kann, wie unschuldige Toastbrote an Enten verfüttert werden, habe ich mich heute mal dazu entschlossen, ein paar Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und genau aus diesem Grund begrüße ich euch zu Duck Season. Das Ganze ist ein Spiel, das vorerst relativ harmlos damit anfängt, einfach nur so ein paar Enten vom Himmel zu schießen, sich aber dann wirklich Stück für Stück in ein recht brutales und auch sehr horrorlastiges Spiel entwickelt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Der Tulf hat das Ganze ja auch schon gespielt. Ich habe da ja mal kurz reingeschaut und ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf New Game und starten ein neues Spiel. Stressless Level Zero. Ein Junge auf einem Sofa. Ein gelangweilter Junge auf einem Sofa. Da helfen Videos von Tobi Toast. Mom? Help me carry in these groceries. Da, wie läuft denn der? Oh, you got duck season! A cool Fortnite! One day rental, so make the most of it. Oh, I will! Sag mal, wie läuft der? Ja, Freunde, herzlich willkommen. Oh, das Intro war gerade echt super. Herzlich willkommen zu Duck Season. Das ist geil. Geiles Intro. Nachdem das Spiel dann auch mehr oder weniger endlich mal startet, wird uns erstmal in wunderschönster amerikanischer Tradition auf spielerische Art und Weise gezeigt, wie man denn überhaupt eine Shotgun bedient und diese beispielsweise auf unseren lieben Nachbarn, der es mal wieder für eine gute Idee hielt, auf unser Grundstück zu treten, abfeuert. Jetzt aber erstmal weiter im Programm. Nun, liebe Freunde, so sind wir auch endlich im Spiel angelangt und haben ja eben schon im Intro gesehen, dass wir von unserer Mutter das Spiel Duck Season geschenkt bekommen haben. Unsere Mutter ist... Wo sind die überhaupt? Bestimmt auf einer Tupper-Party oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Spiel übrigens ursprünglich in VR gewesen, soweit ich das weiß. Also das kannst du auf der PS4 auch in VR spielen. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Und... Ja klar, genau. Der hat hier erstmal eine fette Kamera rumliegen. Das ist ein professioneller Minecraft-Let's Player. Der stellt die Kamera dann hier hin und filmt den Bildschirm ab. Ist super. Das ist die beste Technik, um eine Aufnahme zu machen. So, schmeißen wir erstmal kurz dahin. Sag mal, wie kann ich denn das Ganze jetzt starten? Ich kann hier die Diskette rausnehmen. Hier sind noch andere Spiele, ne? Kann ich die da reinmachen? Das ist ja voll... Okay, ich würde sagen, wir starten erstmal kurz Level 1. Und ich bin gespannt. Ladebildschirm. Duck Season Loading. Geht gleich los. Ganz ruhig. Kannst ja noch mal kurz auf Toilette gehen oder irgendwas zu essen holen, wenn du magst. Ah, Hallöchen. Was ist das denn? Ein Furry? Wir haben hier einen Furry, Alter. Hi. Na, hi. Ja, du siehst zum Glück auch überhaupt nicht gruselig aus in deinem komischen... Ist das ein Lederanzug? Ich habe keine Ahnung. Kann ich auf den schießen? Oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Was komische Pick? Okay. Ja, ich lasse dich ja schon. So, Duck Season. Shotgun Tutorial. Pull Trigger. Reload. Ah, okay. Geschossene haben wir. Wir müssen reloaden.
Okay, jetzt erstmal so ein bisschen Tutorial mit fetten Pickup-Truck und was? Hi! Ey, wie cool ist das denn gemacht? Okay, Runde 1, bist du bereit? Ja, natürlich sind wir bereit. Ich bin gerade ein bisschen... Wie cool ist das denn hier gemacht? Ach, wir sind hier im Bildschirm quasi. Guck mal, wie geil ist das denn gemacht? Das habe ich eben gerade... Ey, wie cool! Wie cool ist das? Und wir sehen den Jungen da hinten. Ich habe fast das Gefühl, dass damit noch irgendwelche ekelhaften Sachen passieren werden. Ist auch egal. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich muss jetzt mal ein bisschen Aim üben natürlich, ne? Ich habe natürlich... Na gut, ich bin der alte Rainbow Six Profi. Okay, da ist schon ein Entchen. Ja, das hat ja super. Deswegen, okay, komm schon. Wo bist du? Wo seid ihr? Ihr hässlichen Enten, ihr von Satan geschickten Kreaturen. Sag mal, ich treffe hier echt gar nichts, ne? Sag mal. Oh, scheiße. Ich bin Profi in dem Game, ey. Man merkt es wahrscheinlich schon. Enten! Ach da. Okay, pass auf, jetzt aber. Bam! Was, willst du mich verarschen? Okay, die habe ich erwischt. Hallo Hund! Na komm, okay, da ist noch eine, warte. Bam! Die habe ich getroffen. Wenn nicht, dann wäre meine Ausrede gewesen, ich habe in die Sonne geguckt. Ja, okay, da kommt noch einer angeflogen. Sehr schön, so. Ach, guck mal, die landen, ach, guck mal, wie süß. Die landen jetzt auf unserem Pickup. Ist ja auch geil. Aha, guck mal, ein Tiefflieger, ein Bomber. Liebe Freunde, ich habe dich erwischt, ich habe dich gesehen. Boah, warum macht das Spiel so Spaß? Warum macht das Spaß? Hätte ich mir gar nicht so lustig vorgestellt. Ich dachte mir ja so gut, ja. Nein! Oh, ich habe... Altes Rainbow Six Problem. Nicht nachgeladen. Das ist ein Gegner. Scheiße. Oh, guck mal. Oh, der fliegt aber ziemlich hoch. So. Okay, komm schon. Wo seid ihr? Wo seid ihr, ekelhaften Schnabeltiere? Nee, Schnabeltiere sind ja was anderes. Och, guck mal, wie die da liegen. Gefesselt. Oh, die Armen. Voll brutal, ey. Aber Enten, wir dürfen natürlich nicht vergessen, Enten sind böse. Enten sind böse. Great! Der Hund, der freut sich auf jeden Fall, ne? Oh, schade, ich wollte ihn gerade abknallen. Okay, geht's jetzt weiter, oder? Achso, Runde 2, alles klar. Okay, weiter geht's. Jetzt wird's wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und wie gesagt, das Spiel fängt jetzt erstmal nur so an. Aber es soll... Pass auf, habe ich beide auf einmal erwischt. Auf jeden Fall fängt das Spiel erstmal ganz harmlos an. Ich sagte es ja schon bereits. Aber soll dann später wohl auch Horroraspekte so ein bisschen einbringen. Ich weiß es noch nicht genau, wie. Ich habe da schon vielleicht so eine Vermutung. Alter, bin ich gut oder bin ich gut, ey? Junge, ich bin einfach... Hat da gerade jemand gefurzt? Das hat sich gerade so angehört. War bestimmt nur der komische Lederhund gewesen. Nein, du fliegst mir nicht davon. Okay, ich lade mal eben kurz nach. America, fuck yeah. Great. Das läuft doch gar nicht mal so schlecht, Alter. Guck dir das mal an. Die ganzen... Oh Gott. Oh Gott, so Netzen drin, Alter. Wie gemein. Okay, Runde 3. Weiter geht's, liebe Freunde. Der Hund hat richtig Spaß. Wenn der gleich einen Fortnite-Tanz macht, dann würde es mich nicht wundern. Bam. Bam. Okay, so langsam habe ich den Dreh raus. Mit dem Zielen. Ich muss diese Pausen eigentlich immer nutzen, um nachzuladen, ne? Nicht beide? Ja, natürlich. Boah, wir eine Streuung von 2 Metern haben oder so. Okay, ich habe keine Ahnung, wie so eine Shotgun schießt, von daher... Okay, das hat super funktioniert. So, komm her. Nein, nicht nachgeladen. Ich habe fast das Gefühl, dass der Hund böse wird, wenn wir nicht treffen. Aber der freut sich weiterhin. Der hat Spaß. Der hat richtig Spaß an der Sache, liebe Freunde. Komm her. Bam. Ach, schade, ich dachte, das wird wieder so ein... Also, wenn das so weitergeht, dann kann ich gleich vielleicht noch nuklear schaffen. Mal gucken. Okay, das Zielen ist auf jeden Fall relativ einfach, finde ich. Da musst du gar nicht mal so genau. So, great, yeah. Das war Runde 3 gewesen. Die Enten, die wir gesammelt haben, können sich auf jeden Fall sehen lassen, möchte ich meinen. So, wir sind ja gerade mal bei 5 Minuten, Mensch. Na gut, plus Intro und so vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Runde und genießen so lange nochmal den Ladebildschirm. Ja, und wie ist denn das Wetter bei euch so? Könnt ihr mir ja sonst mal in die Kommentare schreiben. Wie ist denn gerade bei euch das Wetter? Kann man ja auch mal machen. Wir können uns ja mal ein bisschen... Ah, es geht weiter. Super. Okay, dann kann ich aufhören mit diesen nervigen Themen. Yeah, Fortnite! Ja, genau. Weißt du... Allein diese Vorstellung, weißt du, da steht plötzlich so ein Furry da vor deiner Tür und will dem Kind irgendwie Spiele verkaufen, ey. Ja,
alles in guter amerikanischer Manier. Oh, Alter, der hat's richtig drauf, ne? Ich glaube, der hat PUBG gespielt. Oder Fortnite, ich weiß es noch nicht genau. Duck Season! Ach, die Mutter, die freut sich auch plötzlich. Das ist doch schön. Warum ist da eigentlich Werbung im Spiel zum Spiel? Kann mir das mal jemand erklären? Muss man das verstehen? Ah, okay. Ah, jetzt kommen wir... Okay. Jetzt werden die Punkte ausgerechnet. Hab jetzt gerade nicht drauf geachtet. Tut mir leid, ich bin blöd. Okay, pass auf. Wir spielen direkt mal Level 2 und dann sehen wir uns... Wir spielen auf jeden Fall jetzt Level 2 und sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Nun, liebe Enten, macht euch bereit. Meine Shotgun ist geladen und der Hund... Hat wahrscheinlich auch schon irgendwo ins Grün geschissen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, können wir anfangen? Runde 1. Ready? Natürlich bin ich ready. Guck mal kurz hier nach hinten. Der Fernseher ist immer noch da. Ich habe fast ein bisschen... Ich habe fast das Gefühl, wir sollten nun wieder mal kurz auf den Fernseher achten, was da so hinter uns passiert. Ich habe da so eine Vorahnung. Ich habe da so eine ganz schlimme Vorahnung, Leute. Okay, kommt schon. Wo seid ihr? Ihr gefiederten, satanischen Tiere. Ich hab hier alles im Auge. So, dich habe ich. Komm schon. Wo seid ihr? Ja, sie halten sich noch zurück, aber sie haben keine Chance gegen mich, liebe Freunde. Ja, wartet mal ab, bis ich die Fortnite, bis ich die Rainbow Six Skills raushole. Pass auf, dann werden hier ein paar Fallen ausgelegt, ein paar Wände verstärkt und dann habt ihr keine Chance mehr. Ja, ja, ihr werdet schon sehen doch. Ist aber noch einfach, ne? Ist aber noch einfach. Das wird bestimmt später noch richtig schwierig. Was hat denn die Waffe für eine Steuerung? Ist das wirklich so? Haben wir hier Amerikaner vielleicht unter den Zuschauern, die das bestätigen können? Okay, das war gemein. Great! Okay. Runde 1 von Runde 2. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich lade direkt mal kurz durch. Ah ja, wir haben ja rechts auch immer die Anzeige mit der Munition, ne? Alter, der Hund, ne? Das ist Motion-Capture-Technologie, liebe Freunde. Unglaublich, was in dieses Spiel investiert wurde. Ey, hör auf damit. Lass das. Kann man vielleicht später noch andere Waffen bekommen? So Sniper oder so? Mit Wärmesignatur? Das wäre schön. So, Alter. Ich hau richtig rein, ne? Bei diesem Doppelding-Gedöns. Komm schon. Zack. Der läuft doch gar nicht mal so schlecht. Nochmal kurz nachladen. Das ist so eine Rainbow Six-Angewohnheit irgendwie. Dieses, du schießt und dann gleich nachladen. Gleich nachladen. Wer fragt, warum ich die ganze Zeit von Rainbow Six rede, das ist der einzige Shooter, den ich bisher beherrscht habe. Was mit der deutschen Sprache scheinbar nicht so gut funktioniert, wie man scheinbar merkt. So, hallo. Hier flog gerade noch eine. Die fliegen da so hin und her dann, ne? Komm aus dem Gebüsch geflogen. Great! Dankeschön. Ich stelle mir das in VR eigentlich echt geil vor, muss ich ja zugeben. So, weiter geht's. Der Hund ist echt geil. So. Können wir die Fresse halten? Oh, ja, Entschuldigung. Mann, wollte ich doch nicht. Wir dürfen den tatsächlich nicht abknallen. Okay, das ist interessant. Kurz nachladen. Ente, wartest du mal eben kurz. So. Na? Okay, das wird wieder ein Double. Yeah! Ich finde das voll schön, wie die immer so aufploppen, wenn man die abknallt. Und wie die Federn auffliegen, das ist voll niedlich. Ey! Sommer! Mistviecher! Komm her, du Drecksding. So, hast du jetzt davon. Ich finde die Optik hier irgendwie cool, ne? Das ist so ein bisschen... Das ist ja alles hier nur so irgendwie so eine angepinselte Wand. Find ich aber irgendwie geil. Sieht irgendwie cool aus. Weiß ich nicht. Ich mag das Spiel voll. Ja komm, mach einen Fortnite-Tanz, lieber Hund. Komm schon. So, ich lade nochmal kurz durch. Ach, das war schon wieder gewesen. Na super. Da landet... Oh, ich hasse das, ne? Ich liebe das ja echt in Aufnahmen, ne? Wenn du am Labern bist und dann kommt plötzlich der Ladebildschirm. Weißt du? Und dann kannst du es ja nicht mehr rausschneiden. Das ist das Problem, weil du mitten im Labern warst. Das ist immer... Ja. Deswegen nicht wundern, wenn ich den Ladebildschirm immer manchmal drinnen lasse. Das ist einfach... Ja. La 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 la, der Bildschirm. Oh, und es geht auch schon weiter. So, was ist das denn? Ah, okay, wir gucken erstmal. Duckfood. Die armen Enten, Alter. Wo gehen die denn hin? Ach Quatsch, die sind nicht arm, die haben uns ausgefressen. Die sind böse, die Viecher. Ach guck mal, Mutti ist wieder da. Na, wie war Tupperabend? Alles gut? Kann die auch abknallen? Leider nicht. Ich frage mich ja gerade ernsthaft,
Ich weiß nicht, welches Jahr ist das? Es scheint nicht unbedingt nach 2000 zu sein, ja? Also bestimmt noch irgendwas davor. Alte Konsolen und sowas hier, ne? Seit wann war die Konsolengeneration so weit gewesen, dass man schon so Motion-Controller hatte? Oder gab es das damals schon? Das würde mich echt mal interessieren. So, warte mal, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal an dieser Stelle Schluss für heute und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Also ich hätte echt... Ich will das eigentlich gar nicht mal sagen. Ich sag immer bei jedem Spiel so, ja, ich hätte echt Lust darauf, noch eine Folge aufzunehmen. Und im Endeffekt denkst du dir dann plötzlich wieder so, ja, war doch nicht so geil gewesen. Ich würde einfach sagen, ich lade diese Folge erstmal hoch und lasse euch dann entscheiden, ob wir das Ganze weiterspielen sollen. Müsst ihr jetzt entscheiden. Mir ist das vollkommen Wayne. Müsst ihr jetzt entscheiden. Habt ihr Lust drauf? Habt ihr keine Lust drauf? Schreibt es mal gerne rein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi. Und passt auf die Enten auf.